Die Suche mit dem GPA 3000. Universalsonde. Die Universalsonde hat zwei Suchtiefen, die man direkt auf dem Display wählen kann. Die Gegenstände, die im Boden versteckt sind, verursachen Veränderungen auf dem Display. Die Suche mit dem GPA 3000. Universalsonde mit Tablet. Die Universalsonde kann auch in Kombination mit dem mitgelieferten Tablet genutzt werden. Auf diesem befinden sich zwei vorinstallierte Apps. Mit dem Visualizer-Programm kann man gerade Strecken ohne Abgrenzung absuchen und die Messergebnisse in 2D anzeigen lassen. Mit dem 3D-Programm kann man eine Fläche, die in mehrere Bahnen unterteilt wird, absuchen und die Messergebnisse in 2D und 3D anzeigen lassen. Die Daten werden kabellos via Bluetooth an das Tablet gesendet und können für die spätere Auswertung gespeichert werden. Die Suche mit dem GPA 3000. Supersonde. Die Supersonde kann bis zu 25 Meter tief liegende Objekte zeigen und hat drei Suchtiefen, die man direkt auf dem Display wählen kann. Die Suche mit dem Goldscan 3. 35 cm Suchspule. Der neue Goldscan 3 wird ohne jegliche Knöpfe nur mit dem Touchdisplay bedient und kann verschiedene Metalle wie Gold, Kupfer, Alu und Eisen identifizieren. Außer der ID-Nummer werden auch verschiedene Farben für die unterschiedlichen Metalle auf dem Display direkt angezeigt. Die Suche mit dem Goldscan 3. Suchrahmen. Der Suchrahmen eignet sich besonders gut für das Aufspüren von großen, tiefliegenden Objekten, die in weitläufigen Arealen vermutet werden. Er ist achtfach zerlegbar und kann in der mitgelieferten Tasche komfortabel transportiert werden.